Isaac Bonga, ein junger Mann und die drei magischen Buchstaben. NBA, National Basketball Association. Dafür heißt es schuften, futtern und treffen. Für jeden ist es halt so aus wie ein Traum. Und als Kind träumt man halt immer, NBA zu spielen, so wie die ganzen Stars, die ganzen Vorbilder, die man hat, wie LeBron oder MJ und sowas. Und deswegen will ich es halt auf jeden Fall bald erreichen. Isaac Bonga, dessen Eltern aus dem Kongo stammen, ist der jüngste Stammspieler der Frankfurt Skyliners und bereits heiß umworben. Zuletzt waren bei einem einzigen Heimspiel 12 Talentscouts von 7 NBA-Teams anwesend, um ihn ins Visier zu nehmen. Unser Trainer hat mir auch schon gesagt, ja, das Schwierigste ist jetzt einfach so, das Ganze außenrum einfach so auszublenden. Und das versuche ich jetzt gerade halt so die ganze Zeit zu machen, um mich einfach nur auf meine Ziele zu konzentrieren. Und ja, also ich denke, momentan klappt das relativ gut. Es ist seine Abgeklärtheit, mit oder ohne Ball und das mit erst 18 Jahren. Soeben vom Bundestrainer in den A-Nationalkader berufen, besticht er mit seiner Übersicht, geschmeidigen Bewegungen und hoher Treffsicherheit. Doch was so leicht aussieht, ist hart erarbeitet, auch im Kraftraum. Dreimal die Woche quält er sich hier, denn die Zeiten des Basketballs als körperloses Spiel sind vorbei. Der Jungprofi braucht dringend Körpermasse. Wenn man den Ball nach vorne trägt oder auch unterm Korb steht, ist sehr viel Kontakt im Spiel. Und da geht es natürlich auch darum, seine Position zu behaupten oder auch den Ball zu behaupten. Und wer da zu leicht ist oder kein genügend ausgebildetes Muskelkorsett hat, ist da klar im Nachteil. Zum Masseaufbauen gehören auch solche Kohlehydrat-Eiweiß-Shakes. Schließlich soll Isaac möglichst 8000 Kalorien pro Tag zu sich nehmen. Weil Mutter und Schwester noch in Koblenz wohnen, wird Kochen lernen zur Pflicht im Single-Haushalt. Nur mit dem Lieblingsessen Chili con Carne will's noch nicht so recht klappen. Ja, Chili con Carne, das kann ich halt noch nicht so gut wie meine Schwester, aber deswegen will ich halt kochen lernen. Diesmal gibt's Hühnchen mit Pasta. Zu Gast Teamkollege Gareth Seeb und Isaaks 12-jähriger Bruder Joshua. Der spielt bereits in der Hessen-Auswahl und ist riesig stolz auf seinen großen Bruder. Oft ist Joshua in der Halle und sieht zu, wie Isaac in der Bundesliga trifft. Er macht viele Punkte, er bringt die Mitspieler vor allem gut in Szene. Und wir freuen uns einfach, dass er hier ist und dass er hier sein Potenzial weiterentwickeln kann. Ja, ist schon beeindruckend. Vor allem die Spannweite der Arme, welche Reichweite er hat, wie er springt. Und in dem Alter ist es schon besonders. Ich denke, er macht seinen Weg. Auf dem Weg zum absoluten Leistungsträger bei uns. Und ja, wir hoffen alle, damit er lang genug bleibt. Ja. Aber genau das ist das Problem. Im Sommer finden die großen Sichtungsturniere für die NBA statt. Und Isaac will dabei ein gutes Bild von sich abgeben. Die ganzen, die auch hier in Europa spielen, die wollen halt auch immer in die NBA kommen, um da halt wirklich gegen die Besten zu spielen. Und deswegen ist es für mich halt auch so eine Sache, die ich auf jeden Fall machen möchte, um mich auch mit den Besten zu messen. NBA, drei Buchstaben mit großer Sogwirkung.